Herzlich willkommen an alle. Das ist jetzt das letzte Teil. Dieser Tag. Rebecca, herzlich willkommen auch. Wir reden jetzt über 3D in Mode. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Herzlich, also, ja. Wir fangen an. Dankeschön. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid und hallo an alle Leute im Stream. Ich bin Rebecca, freue mich, dass ihr da seid zu meinem Vortrag Simuliert statt produziert, und ich möchte euch ein bisschen über 3D-simulierte Kleidung und Mode erzählen und ob das eine Lösung sein könnte, um die Modeindustrie ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Können wir Folien auch hier anzeigen? Das wäre mal eine Maßnahme. Aber sieht der Stream die Folien? Dieser hier. Das ist was. Okay, also für alle, die den Titel schon vergessen haben, es geht los mit Simuliert statt produziert. Läuft der Stream auch wieder? Okay, perfekt. Es gab Verzögerungen im Betriebsablauf, es gab eine Weichenstörung, aber wir sind wieder da. Simuliert statt produziert. Kurze Vorstellung, wer ich überhaupt bin. Ich bin Rebecca. Ich habe Bekleidungstechnik studiert, das heißt, ich habe mich mit meinem Studium damit beschäftigt, wie Klamotten hergestellt werden können, aber nicht mit dem Design-Aspekt. Also ich bin keine Designerin, aber ich weiß, welche Maschinen gebraucht werden und alles generell, um Klamotten herzustellen. Mein jetziger Jobtitel ist 3D Apparel Training and Transformation Specialist, was kurz gesagt bedeutet, dass ich Trainerin bin und Leuten in der Modeindustrie beibringe, wie Klamotten 3D simuliert werden können und was man alles dafür braucht. Ich bin aber hier jetzt privat, ich spreche nicht für mein Unternehmen, und alles, was ich hier verlauten lasse, ist meine eigene Meinung. Wenn man jetzt an die Modeindustrie denkt und an Nachhaltigkeit denkt, dann kommt man eigentlich erstmal bei solchen Schlagzeilen raus. Zweitgrößter Umweltverschmutzer auf der Welt, Umweltsünder, undurchsichtige Lieferketten, und ab und zu wird auch tatsächlich mal zweifelsfrei nachgewiesen, dass aus Textilfabriken Umweltverschmutzung stattfindet. Das kann nicht immer nachgewiesen werden, aber manchmal tatsächlich schon. Das heißt, eigentlich zusammengefasst kann man sagen, der jetzige Stand der Modeindustrie ist meistens Massenproduktion, ist häufig sehr viel Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung und auch Ausbeutung, was so ein bisschen das Gegenteil von Nachhaltigkeit ist, könnte man so sagen. Aber wie sieht es denn mit der Mode und Digitalisierung aus? Das gibt es schon. In vielen Fällen ist das sehr auf die Logistik fokussiert, auf Lagerhaltung, auf schnelle Lieferungen, auf Nachverfolgung mit Tags und zu gucken, wo
wo sind die Teile jetzt gerade, wann sind sie wo. Sehr viel natürlich auch für Online-Shops, um Online-Mode vertreiben zu können. Aber in den letzten Jahren vermehrt auch in der Produktentwicklung selber, indem nämlich Klamotten 3D simuliert werden können. Und das wird eingesetzt im Musterungsprozess. Und bevor ich erzähle, wie das mit 3D passiert, kurzer Ausflug, wie es ohne 3D passiert, also wie überhaupt Mode entwickelt wird, der traditionelle Prozess. Das ist jetzt stark vereinfacht, aber im Groben läuft das so ab. Es gibt eine erste Idee, die wird als Zeichnung, als Design in 2D aufs Papier gebracht. Ganz, ganz traditionell tatsächlich auf Papier, aber inzwischen wird das meistens am Computer gemacht mit Illustrator. Dann ist also diese Idee erstmal für alle sichtbar. Dann wird darauf basierend ein Schnitt gemacht, also welche Teile werden benötigt, um dieses Bekleidungsstück tatsächlich nähen zu können, was für ein Stoff wird dafür benötigt und dann wird ein Muster nähen lassen. Und da steht bewusst Muster nähen lassen. Die wenigsten Bekleidungsunternehmen haben noch eine eigene Musterschneiderei. Meistens wird das rausgegeben an eine Fabrik. Und das dauert natürlich eine Weile. Am meisten dauert aber, dass es irgendwohin transportiert werden muss. Und um das schneller machen zu lassen, wäre es natürlich schlau, das in der Nähe produzieren zu lassen. Aber es ist auch schlau, das Muster in der Fabrik nähen zu lassen, in der am Ende dann auch die ganze Produktion stattfinden soll, damit man schon mal weiß, wie sind die Maschinen, sind das die Nähte, die wir wirklich haben wollen. Und wie wir wissen, sind die Arbeitslöhne und daher dann auch was, was man wirklich bezahlen muss dafür, in Ländern, die weiter weg sind, billiger. Das heißt, oft werden die Muster dann auch tatsächlich in Asien hergestellt. Das heißt, ein einziges Teil wird da hergestellt und wird dann angeliefert. Und das dauert natürlich eine Weile. Dann gibt es also dieses eine Muster, es ist angekommen, das wird anprobiert und dann sagt irgendjemand, oh, es wäre aber irgendwie schön, wenn die Tasche doch 2 Zentimeter höher wäre und wollen wir das nicht doch lieber in blau machen? Also es gibt ganz viele Änderungswünsche, vielleicht sitzt das Teil auch noch nicht so richtig. Es wird also ein weiteres Muster erstellt, hergestellt, verschickt, das wird anprobiert und wahrscheinlich sagt dann wieder jemand, es könnte irgendwie noch ein bisschen besser werden. Je nachdem, wie kompliziert dieses Bekleidungsstück ist, kann das sehr viele Runden laufen. Also bei einem einfachen T-Shirt reicht vielleicht ein Muster, aber wenn wir Jacken oder Mäntel oder solche komplizierten Sachen haben, dann können das ruhig auch mal 10 Muster sein, 12 Muster, weil das wirklich hochkomplexe Teile sind. Also irgendwie eine Skijacke oder sowas, da sind extrem viele Teile, Schnittteile dabei, die Stoffe müssen funktionieren, High Performance. Das heißt, es werden wirklich sehr viele Muster dann hergestellt. Es dauert lange. Und es verschwendet auch Ressourcen in dem Sinne, dass alle diese Muster, die in diesem Prozess hergestellt wurden, am Ende nicht verkauft werden können, weil sie ja nicht das Endprodukt sind, was dann am Ende im Laden hängt. Viele Firmen haben Musterverkäufe, wo man sowas dann billiger, manchmal nur intern kaufen kann, dass die Mitarbeitenden diese Muster kaufen können. Aber insgesamt wird da ganz viel Stoff verbraucht, Zeit verbraucht, Arbeitszeit und natürlich für die Transport auch CO2 verbraucht, nur für diesen Musterungsprozess, bevor dieses Teil überhaupt endgültig fertig ist, um dann produziert zu werden. Daher die Idee, wie wäre es, wenn wir diese Muster statt in echt nähen zu lassen, simulieren und unserem Computer angucken, wie das aussieht, um da dann entscheiden zu können, ob die Tasche wirklich vielleicht noch einen Zentimeter höher gesetzt werden muss. Also diesen ganzen Prozess der Musterung zu verbessern. Und Anfang der Pandemie 2020 war tatsächlich noch eine ganz andere Dringlichkeit, weil nämlich Fabriken geschlossen waren und ganz viele Unternehmen gar keine Muster bekommen konnten. Fabrik geschlossen, es konnte nichts losgeschickt werden. Das heißt, zu dieser Zeit haben ganz viele Firmen entweder angefangen mit 3D zu arbeiten oder das, was sie schon hatten, ganz schnell ausgebaut und ganz viele Leute mussten das plötzlich neu dazulernen, weil es keine andere Möglichkeit gab, Muster zu haben, anhand dessen neue Bekleidungsteile entwickelt werden zu können. So, was bräuchte ich jetzt, um also ein Teil 3D zu simulieren? Also so ein Shirt wie hier, das ist also kein echtes genähtes Shirt, das ist nur eine Simulation. Ich brauche einen Schnitt, so wie bei meinem physischen Teil auch. Das heißt, die Form, wie muss der Stoff ausgeschnitten werden, um es dann zusammenzunähen, um dann so ein Teil rauszukriegen. Ich brauche einen Stoff und zwar irgendwie in digitaler Form, denn ich muss das Ganze ja in einem Programm simulieren. Ich brauche digitale Zutaten. Zutaten in der Bekleidung ist alles, was an einem Bekleidungsstück dran ist, was kein Stoff ist. Also Knöpfe, Reißverschlüsse, Labels, Etiketten, alle solche Sachen, die noch dazu kommen.
wir brauchen einen Avatar, also wir brauchen einen 3D-Körper, an dem das Teil dann simuliert werden kann, um auch zu sehen, ob es tatsächlich passt, wie es fällt, wie der Stoff sich verhält. Und wir brauchen ein Programm, was darauf spezialisiert ist, alle diese Sachen zusammenzubringen und in einem Bekleidungsteil zusammenzuführen. Das mit dem Schnitt ist relativ einfach, denn Schnitte werden heutzutage sowieso am Computer erstellt. Also es gibt schon auch noch Bekleidungsunternehmen, die das tatsächlich mit Papier und Stift machen, aber in der Regel ist das am Computer und da gibt es zum Glück auch standardisierte Dateiformate, die importiert werden können. Das ist nicht immer selbstverständlich, aber in diesem Fall ist das relativ einfach, diesen Schnitt in 3D zu benutzen. Auf diesem Bild ist jetzt auch schon der Stoff und die Farbe drauf und wir haben auch schon das Logo da drauf. Aber an sich, der Schnitt ist einfach nur die Information über diese Form. Dann brauchen wir den Stoff. Um Stoffe zu digitalisieren, brauchen wir zwei Elemente, die visuellen Eigenschaften und die physikalischen Eigenschaften. Und wir brauchen überhaupt erstmal einen Stoff, den wir digitalisieren können. Das heißt, wir fangen doch immer noch mit einem physischen Stück von unserem Stoff an. Und für die visuellen Eigenschaften wird das in speziellen Scannern hochaufgelöst fotografiert und verschiedene Texture Maps erstellt, um dann also wirklich alle kleinen Schatten von jedem kleinen Faden, der hoch und runter geht, erstellen zu können. Das ist die visuelle Seite. Und für die physikalischen Eigenschaften gibt es Testgeräte. Das heißt, der Stoff wird also wirklich gemessen, wie schwer er ist, wie dehnbar er ist, wie flexibel er sich bewegt. Und aus diesem Testgerät werden diese Daten dann übersetzt in unserem 3D-Programm, sodass, wenn wir also einen Stoff auf ein Schnittteil sozusagen matchen, dann berechnet das Programm, wie das dann in 3D fällt. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Also wenn man mal so ein Teil in echt näht und in 3D simuliert und genau diesen Stoff verwendet, dann sind das also tatsächlich die Falten, die da fallen. Die fallen sowohl an dem physikalischen Teil als auch in 3D. Also da kann man sich schon ziemlich gut darauf verlassen. Und bei den Zutaten ist das so, also wie gesagt, sowas wie Knöpfe, Schnallen, Labels, Gummibänder, Reißverschlüsse, Etiketten, die können nicht so gut getestet werden wie Stoffe, weil man für diese Geräte, die die Stoffe messen, eine ganz bestimmte Länge und Breite von diesem Teststreifen braucht und viele Zutaten, also wenn man jetzt nur so ein kleines Etikett hat, das passt gar nicht rein in diese Maschine. Das heißt, wir können nicht richtig messen, wie fest oder dehnbar jetzt so ein kleines Etikett ist, deswegen wird das meistens vernachlässigt. Und bei Objekten wie Knöpfen oder Schnallen, die werden in 3D modelliert. Genau, und so kann man die dann zum Bekleidungsteil hinzufügen. Dann ist es bei den Avataren so, wir brauchen also irgendeinen Formkörper, auf den wir unser Teil rauf simulieren können. Und das sind auch nicht nur irgendwelche Formen, denn in der Bekleidung und in der Mode ist diese Form, an der ausprobiert wird, wie die Passform ist, super, super wichtig. Das heißt, was ihr hier seht, das ist also eine physische Anprobeform. Und da jede Firma eigene Größen macht und sagt, okay, bei uns ist die Größe 36 so und so, die idealerweise auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, ist das auch nicht einfach nur eine generische Größe 36, sondern eine Größe 36, die genau die Proportionen und Formen hat, wie das für die Zielgruppe von diesem Modeunternehmen passt. Und wenn die also solche Anprobepuppen schon haben, dann müssen die in 3D auch genauso sein. Und da gibt es inzwischen zum Beispiel die Firma Alvanon, die also beides anbietet. Die sagen, wir machen für euch nach eurer Zielgruppe diese Anprobepuppen und bieten dann auch noch die 3D-Version dazu, damit ihr also an genau diesem gleichen Körper das anprobieren könnt in 3D. Und ja, manche Avatare lassen sich auch in verschiedene Posen noch bringen. Das ist manchmal schon auch relativ wichtig, um zu gucken, wie ist denn überhaupt die Bewegungsfreiheit von diesem Teil. Denn wenn man das an einer echten Person anprobiert, dann ist schon auch wichtig, dass man noch irgendwie die Arme heben kann in der Jacke. Und wenn ein Avatar nur mit den Armen nach unten steht, dann verpasst man vielleicht sehr wichtige Informationen darüber, ob der Schnitt überhaupt funktioniert. Wenn der Avatar aber die Arme heben kann, dann kann man das auch überprüfen. Und alle diese Elemente werden dann also in ein 3D-Programm zusammengebracht. Das funktioniert nicht automatisch, es gibt keinen magischen 3D-Knopf. Das heißt, man muss trotzdem dem Programm noch sagen,
dieses Schnittteil kommt vorne an den Körper und das ist ein Ärmel und das ist übrigens eine Naht. Also alle Nähte müssen noch manuell in diesem Programm zusammengefügt werden. Das heißt, man muss trotzdem noch Ahnung haben, wie Bekleidung überhaupt hergestellt wird und wie Schnitte funktionieren und welche Nähte zusammengehören. Das heißt, diesen ganzen Bekleidungshintergrund, den braucht man, bevor man das in 3D machen kann. Aber dann wird das also so simuliert am Körper und man kann sich angucken, ob das Logo richtig platziert ist, ob es vielleicht ein bisschen kleiner, größer, andere Farbe, alles, was einem da so auffallen könnte in einer Anprobe. Und dann kann man also innerhalb von Sekunden unfassbar viele Variationen herstellen, ob man da so einen Musterdruck drauf haben will oder vielleicht eine Farbe ändern und das als Glitzerprint vorne haben will oder noch eine andere Farbe und als Folienprint und mit all diesen Sachen kann man also ein bisschen rumspielen und sieht sofort, wie es aussieht und kann darüber entscheiden, ob das so ist, wie man das haben will. Logo in groß, Logo in klein, wollen wir nicht doch lieber ein All-Over-Print haben? All das, was an physischen Mustern dann Wochen und Wochen dauern würde, um all das auszuprobieren und vor allem, wenn es auch um Prints geht, dann wird wieder eine andere Technik gebraucht, um das drucken zu können. All das kann man sich super schnell vereinfachen. Und wir können auch am Avatar mit diesem Stoff noch rumspielen und sagen, okay, das muss jetzt irgendwie noch ein bisschen anders gestylt werden. Vielleicht wollen wir die Ärmel hoch, Kapuze runter. All das können wir noch tun in unserem 3D-Programm, um also ja dann auch noch Variationen auszuprobieren, so wie man das jetzt bei einem physischen Muster auch machen würde. Wie sieht das gestylt aus? Und ja, auch so Sachen wie, kann man noch die Arme heben? Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, aber eigentlich wäre es doch cool, wenn das ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln wäre, in einer physischen Anprobe würde da vielleicht jemand eine Schere rausholen und sagen, ja, dann gucken wir uns doch das an, wie das wäre. Und in 3D kann man das ja innerhalb von Sekunden machen und hat sofort eine Rückmeldung, ob das eine gute Idee ist oder vielleicht nicht. Das heißt, das Potenzial von 3D ist riesig. Wir haben direktes Feedback über all diese Sachen, die wir sonst bei physischen Mustern überprüfen würden. Farben, Proportionen, die Passform, wie sitzt das am Körper, sind die Aufdrücke an der richtigen Stelle, in der richtigen Größe. Und dadurch ist diese Entscheidung, ob ein Produkt überhaupt in die Kollektion kommt, am Ende verkauft wird, viel, viel schneller. Denn es kann schon auch sein, dass nach diesem traditionellen Prozess, wo wir also 12 Muster gemacht haben, dass dann am Ende jemand sagt, ach, ist ja eigentlich, passt das überhaupt gar nicht mehr rein, ich glaube, das lassen wir. Und dann hat man also diesen ganzen Kreislauf durchgangen und am Ende wird es überhaupt gar nicht verkauft. Und da hat man sich dann wirklich sehr viel gespart, wenn man das dann stattdessen in 3D gemacht hat. Wir haben keinen Stoffverbrauch und wir haben keinen Transport. Wenn man einen Stoff erstmal digitalisiert hat, dann hat man davon unendlich viele Meter zur Verfügung, was sehr anders ist als mit einem physischen Muster. Und wir haben keinen Transport, also wir müssen weder warten noch verbrauchen wir CO2 und können also dadurch sehr viel Zeit, Geld und Material sparen. Wo ist also der Haken? Das sollte man sich immer mal fragen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ein großes Problem ist fehlende Standardisierung. Ganz viel bei Dateiformaten, also das geht schon bei der Stoffdigitalisierung los. Das Gerät, was ich vorhin gezeigt habe, das gehört also zu einem bestimmten Programm. Und die Datei, die da am Ende rauskommt, dieser digitale Stoff, der funktioniert dann auch nur mit diesem einen bestimmten Programm. Und wenn man mit einem anderen Programm arbeiten möchte, da muss man sich ein anderes Gerät kaufen und kriegt ein anderes Dateiformat raus, wenn man diesen Stoff geprüft hat. Und das ist schon ein Problem, weil viele gerade größere Unternehmen auch mit verschiedenen Systemen arbeiten, vielleicht auch, weil die Lieferanten mit einem anderen 3D-Programm arbeiten und das erfordert dann plötzlich ganz viele Systeme gleichzeitig, die nicht miteinander reden können, also große fehlende Interoperabilität. Dann auch sehr typisch Modeindustrie, alle wollen ihr eigenes Süppchen kochen und niemand will sich in die Karten gucken lassen. Es findet wenig Wissensaustausch statt, das verändert sich langsam so ein kleines bisschen, aber üblicherweise, wenn jetzt ein Modeunternehmen sagt, wir wollen mit 3D anfangen, dann heißt es, mach mal eine Tabelle und finde raus, welches Programm das beste ist für uns. Und diese Tabelle sieht eigentlich jedes Mal gleich aus in jedem Unternehmen, aber niemand sagt, hey, wie war das eigentlich bei euch, sondern alle wollen das erstmal selber rausfinden und auch den anderen nicht erzählen, wie weit sie sind und was sie schon wissen und rausgefunden haben. Und allein wenn man schon wieder an diese Stoffe denkt, ein Stoff von einem Stoffhändler wird üblicherweise nicht nur an ein Unternehmen weiterverkauft, sondern an viele. Und wenn an all diesen Stellen jedes Mal derselbe Stoff
digitalisiert wird, könnte man ja direkt sagen, naja, warum wird das jetzt an 5 verschiedene Stellen gemacht, könnte doch eigentlich zentral an einer sein und das dann allen zur Verfügung gestellt werden. Das findet aber tatsächlich noch nicht statt und wird auch erschwert dadurch, dass es viele verschiedene Systeme gibt. Das heißt, selbst wenn ein Stofflieferant sagen würde, okay, ich digitalisiere den Stoff und stelle den allen zur Verfügung, die den sowieso kaufen wollen, dann müssten sie das in 3, 4, 5 verschiedenen Systemen mehrmals machen, damit auch alle damit arbeiten können. Und da gibt es ja noch viel Verbesserungspotenzial. Die Umstellung auf 3D ist auch nicht in 2 Wochen getan. Das stellen viele Unternehmen fest, dass man doch erstmal ganz schön viel investieren muss. Natürlich an Geld in Hardware, Software und auch Trainings und Schulungen. Und es dauert auch einfach, weil es wirklich tiefgreifende Veränderungen in den Prozessen sind. Allein schon, wer ist dafür zuständig, dieses Teil in 3D zusammenzunähen? Also normalerweise würde ein Designer, eine Designerin sagen, naja, ich habe ja die Zeichnung gemacht und jetzt übernehmen andere. Und normalerweise würde halt in der Fabrik dieses Musterteil zusammengenäht werden. Wer ist jetzt dafür zuständig, in 3D das herzustellen? Ist das die Designabteilung, die Schnittabteilung, technische EntwicklerInnen? Das ist oft nicht geklärt. Und führt insgesamt auch dazu, dass sich wirklich Berufe komplett verändern. Und da trifft man immer auf ein bisschen Gegenwehr. Also ich glaube, die letzte große digitale Revolution bei DesignerInnen war, dass von Papier und Stift auf Illustrator umgestellt wurde. Und das hat auch seine Zeit gedauert. Und ich glaube, das ist jetzt so der nächste wirklich große Umbruch, was diese Berufe angeht in der Mode. Können wir jetzt also sagen, dass 3D nachhaltig ist? Also, was wir auf jeden Fall sagen können, wir sparen definitiv Stoff, Zutaten, Transport, CO2. Das ist ganz klar. Allerdings, diejenigen, die 3D schon machen, sind meist die großen Unternehmen, wo viel Geld zur Verfügung steht, deren Geschäftsmodell es ist, hohe Stückzahlen zu produzieren. Das lohnt sich, da können wir Skaleneffekte nutzen. Wir haben Stoffabnahmemengen, das wird halt billiger, wenn man mehr bestellt und ist genauso billiger, wenn man mehr Teile produzieren lässt. Und wenn wir also bei sehr hohen Stückzahlen sind, dann stellt sich die Frage, fällt es wirklich ins Gewicht, wenn wir 3 physische Muster einsparen, wenn wir am Ende aber 90.000 Teile produzieren, von denen vielleicht gar nicht alle verkauft werden oder es werden welche verkauft, aber Leute schicken die zurück. Und was passiert mit den zurückgeschickten Teilen? Natürlich werden die offiziell nicht vernichtet, aber manchmal kann es dann doch nachgewiesen werden, dass Retouren vernichtet werden. Haben wir jetzt also wirklich so viel Nachhaltiges getan, wenn wir am Anfang ein paar Muster eingespart haben? Also ich glaube, dass das Verhältnis ist halt überhaupt gar nicht richtig gegeben, wenn jetzt ein großes Unternehmen sagt, wir machen 3D und das ist ja so nachhaltig. Und ich dann sage, ja okay, aber wie viel stellt ihr her? Weil bei 90.000 Teilen, dann haben wir ja wieder die Umweltverschmutzung und höchstwahrscheinlich auch die Ausbeutung, schlechte Arbeitsbedingungen und die Ressourcenverschwendung. Also da haben wir eigentlich nicht so viel getan. Aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten, also abseits von riesigen großen Unternehmen, die in Masse produzieren? Ja, und ich will jetzt nur drei Beispiele vorstellen, was man noch so mit 3D machen kann in der Mode. Das erste Beispiel ist The Fabricant. Das ist eine Firma mit dem Motto Always Digital, Never Physical, also digital immer, physisch nimmer, die also mit 3D-Mode arbeitet und sehr auf die visuellen Effekte, also sehr marketingwirksam arbeitet. Diese Teile werden allerdings niemals getragen, weil sie niemals am Ende hergestellt werden. Also dieses Geschäftsmodell ist wirklich die Aufmerksamkeit und die Emotionen von Mode, denn Mode ist ein sehr emotionales Thema und die können in 3D definitiv sehr gut mit solchen Sachen rübergebracht werden. Und wenn man erstmal an der Stelle ist von, es wird am Ende eh nicht produziert, dann setzt das auch noch eine ganz andere Kreativität frei, weil plötzlich haben wir viel mehr Möglichkeiten in 3D. Wir können im Prinzip mit den Stoffen rumspielen, wie wir das in echt niemals machen könnten. Wir könnten Teile bauen, die niemals genäht werden könnten. Das heißt, das geht also sehr in diese kreative Richtung, das Visuelle. Aber am Ende wird es überhaupt gar nicht hergestellt und auch von keiner echten Person getragen. Das zweite Beispiel ist Dressix. Diese
Teile werden getragen, aber nur digital. Da ist das Geschäftsmodell, dass man sich also digitale Kleidung kaufen kann. Da gibt es also auch echt einen Preis und dann gehört einem das. Und die Idee ist, dass das entweder auf Fotos von einem selbst gematcht wird oder man das in online tragen kann. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass die Zielgruppe Leute sind, die ansonsten sich ein Outfit gekauft hätten und das vielleicht wirklich nur für ein Foto angezogen hätten. Also das ist jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig im Alltag angekommen, so ein Modell. Aber die Idee ist, naja, es gibt Leute, die Lust haben, sich was Neues zu kaufen, auszuprobieren, gucken wollen, wie sie da drin aussehen. Und dann ist es doch eigentlich ein bisschen netter, wenn das nur digital passiert, statt dass das wirklich dieses komplette Outfit gekauft wird, nur einmal angezogen und dann am Ende vielleicht weggeschmissen wird. Und ein drittes Beispiel ist das schwedische Unternehmen Attacak, die auch 3D in der Produktentwicklung einsetzen, aber auch zur Kommunikation zu außen zu den KundInnen. Und sie haben ein bisschen das Preismodell umgedreht. Also normalerweise ist es ja so, wenn man ein Bekleidungsteil neu herstellt, dann ist es am teuersten am Anfang und über die Saison wird es dann immer billiger, wenn die Leute das nicht mehr haben wollen, Sommerschlossverkauf und so weiter, der Preis geht immer weiter runter. Und bei denen ist das so, der Preis ist teurer, je später man das bestellt. Also wenn man ein Teil schon bestellt und kauft und es ist noch gar nicht hergestellt worden, dann ist es am billigsten. Wenn man es erst dann bestellt, wenn es das schon gibt, dann ist es am teuersten. Und bevor man es kauft, kann man sich also in 3D angucken, wie das aussehen würde. Und sie stellen tatsächlich auch ihre eigenen Schnitte zur Verfügung, dass man im Prinzip das auch runterladen könnte und sich selber näht. Also eine ganz andere Offenheit und Kommunikation zu KundInnen. Das heißt, in kleineren Unternehmen, fernab von der Massenproduktion, wird 3D oft als Kommunikationsmittel eingesetzt, auch in Online-Shops, um sozusagen schon mal zu zeigen, wie sieht das Teil denn aus, sodass man sich dann also entscheiden kann, es zu kaufen. Und oft ist also dieses Modell erst zu verkaufen und dann zu produzieren, sodass man also schon nicht in Vorkasse gehen muss für die Produktion, was große Unternehmen sich eben leisten können, kleine Unternehmen eher nicht. Und der Trend geht auch dahin, Produktentwicklung ohne Kollektionen oder Saisons zu machen und stattdessen zu sagen, wir entwickeln dieses Teil so lange, bis es fertig ist und dann kommt es in den Laden, statt immer nur zu sagen, ja, aber im Sommer müssen 200 neue Teile raus und dann gibt es da diese Deadline, also ein etwas anderes Arbeiten über das Jahr hinüber. Ganz wichtig ist, eine gute Partnerschaft zu haben mit den Lieferanten und interessanterweise haben die auch, also die Lieferanten langsam so ein bisschen die Schnauze voll von großen Modeunternehmen, weil ja die Kommunikation oft sehr schwierig ist und hoher Druck da ist, aber ja, insgesamt die Marktmacht bei den großen Unternehmen steht, aber da gibt es eine Chance, gute Partnerschaften aufzustellen, auf jeden Fall. Das heißt, 3D wird benutzt, um am Ende die physischen Produkte zu verbessern, um ja, dafür zu sorgen, dass wirklich nur das produziert wird, was auch gewollt ist von den KundInnen. Ein großer Vorteil ist auch bei kleinen Unternehmen, dass die überhaupt schneller sein können, auf 3D umzustellen, denn bei großen Unternehmen sind immer sehr träge und ich habe schon gesagt, es dauert seine Zeit, bis man sowas, neue Prozesse umgesetzt hat und da haben kleine Unternehmen einen großen Vorteil. Das heißt, als Fazit würde ich euch gerne mitgeben, 3D hat ein sehr großes Potenzial, nicht nur in der Produktentwicklung, generell Kommunikation, auch in der Handel, in der Kommunikation mit KundInnen. Aber bloß weil 3D benutzt wird, heißt das nicht automatisch, dass das ganze Geschäftsmodell plötzlich nachhaltiger ist. Denn wenn das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, Profit und Wachstum zu generieren, dann sprechen wir meistens von Massenproduktion und dann kann auch 3D und ein paar eingesparte Muster nicht wirklich was daran ausrichten oder plötzlich das Geschäftsmodell ändern. Und diese Kreativität, die 3D bietet, die gibt es tatsächlich in großen Modeunternehmen oft sowieso nicht. Je größer das Unternehmen ist, umso kleiner aufgesplittet ist diese Aufgabe von Design. Also es ist nicht mehr so, dass da eine Person sitzt und sagt, jetzt mache ich die Kollektion und das will ich haben. Es heißt meistens, du bist jetzt für Poloshirts zuständig, mach uns mal 40 Variationen von einem Poloshirt mit verschiedenen Knopfleisten.
Und davon wird dann vielleicht eins am Ende genommen oder vielleicht auch nicht. Das heißt, das, was Sie gesehen haben, was in 3D alles möglich ist, das findet oft nur in einem ganz kleinen, begrenzten Rahmen sowieso statt in großen Unternehmen. Das heißt, 3D ist ein Werkzeug mit sehr großem Potenzial, aber es ist keine Wunderwaffe, die bloß, weil ein Unternehmen sagt, wir machen aber 3D, dass das bedeutet, dass sie automatisch nachhaltiger sind. Aber man kann 3D einsetzen als Werkzeug und wenn das Geschäftsmodell drumherum auch insgesamt nachhaltiger ist, dann hat das großes Potenzial. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, dann beantworte ich sie gerne. Hallo, danke schön. Ich war nicht ganz am Anfang des Vortrags da. Das heißt, wenn ich was frage, was klar ist, verzeih es mir bitte. Ich habe mich gefragt, inwieweit die Anpassung an Körperformen in welchen Bereichen der Branche was ausmacht. Also, dass man irgendwie sich Dinge maßschneidern lässt, ne? So ganz, ganz traditionell. Das ist ja eine Alternative dazu. Ne? Man kann seine Maße irgendwie abgeben. Dann ist die Idee, also und dazu würde mich ein Kommentar interessieren und dann aber auch die Gegenseite, also die Idee, dass man nur noch produziert, was genommen wird, ist ja ein Versuch, gegen die Mikrotrends anzugehen unter anderem. Ne? Die Mikrotrends, dass es nicht nur im Winter und im Sommer Klamotten gibt, sondern auch noch zwischendurch jede Menge Trends rausgehauen werden, weil jetzt XY getweetet hat, das. Und da würde mich total interessieren, was dein Take darauf ist. Also, Dankeschön. Ja, genau. Also ich hoffe, das war jetzt auch im Stream zu hören, weil das ja über das Mikrofon lief. Genau. Also zu den Körperformen, das ist ein hochkomplexes Thema und ich glaube tatsächlich, dass 3D das auch nicht automatisch lösen wird. Denn da warst du vielleicht noch nicht da, als es um Körperformen und Avatare geht. Jedes Unternehmen entscheidet selber, welche Größe, welche Proportion bedeutet. Und es gibt so ein bisschen langsame Bestrebungen, sowas zu sagen wie eine Unisex-Kollektion erfordert dann vielleicht auch andere Avatare und andere Körperformen als Grundlage. Aber das geht sehr, sehr langsam vonstatten. Und an sich wäre 3D eine gute Basis, um sowas mal voranzutreiben, aber das grundsätzliche Problem ist halt immer noch da, dass es da keine Standardisierung gibt, dass viele Hersteller immer noch auf eine Größe größer bedeutet, wir gehen so und so viele Zentimeter in die Breite, aber auch so und so viele Zentimeter in die Länge und dass das eigentlich am Ende oft gar nicht hinkommt. Das ist ein so tief sitzendes Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob 3D selber das lösen kann, weil das einfach so viel größer ist leider. Ja, und mit den Mikrotrends, ja, ich glaube, das ist dann halt noch der Unterschied, ob jetzt ein Unternehmen sagt, wir müssen zwischen den Kollektionen auch noch was verkaufen oder ob ein Unternehmen sagt, uns sind die Saisons egal und wir entwickeln einen Teil so lange, bis es fertig ist und wenn es fertig ist, kommt es in den Verkauf, egal welche Saison oder welche Deadline gerade ist. Also das sind, glaube ich, schon noch zwei unterschiedliche Ansätze. Ist bei großen Unternehmen vor allem auch dann immer schwierig, wenn sie international verkaufen und in verschiedenen Zeitzonen überhaupt. Dann gibt es ja auch nochmal gleich ganz viel andere Kollektionen und wo überhaupt gerade welche Jahreszeit ist. Also es ist halt immer traurig, dass offensichtlich immer nur auf Wachstum und auf mehr, mehr, mehr ausgerichtet ist. Und vielleicht, das ist jetzt noch ein bisschen anderes Thema, aber gerade bei kleineren Unternehmen ist natürlich auch, dass dann ein anderer Preis rauskommt am Ende, was im Laden hängt und das nicht auch unbedingt dann die Lösung ist, weil das muss man sich natürlich dann auch immer erstmal leisten können. Das heißt, Massenproduktion, ja, hat all diese Nachteile, aber produziert am Ende eben auch billigere Kleidung, die sich mehr Leute leisten können. Also auch da ist jetzt nicht unbedingt 3D oder nur die kleinen Unternehmen mit den höheren Preisen sind die Lösung dafür. Das ist einfach, also ich habe auch keine Lösung tatsächlich für dieses Problem. Jetzt gibt es hier zwei Fragen. Hey, danke für den Vortrag, war sehr interessant. Mich würde noch interessieren, wie zuverlässig
quasi diese Modellierung, die Simulation in der Vorhersagekraft am Ende ist. Also kann man dann, wenn es im Modell gut aussieht, das direkt in die Produktion schicken oder hat man dann schon nochmal so ein, zwei Iterationen, nur halt weniger als ohne die Modellierung, bevor man halt im Zweifelsfall dann die Produktion starten kann oder die Fertigung? Also die sind tatsächlich schon ziemlich zuverlässig. Ich habe mich in meiner Masterarbeit damit beschäftigt und habe vier verschiedene 3D-Programme miteinander verglichen. Also ich habe einen Rock in echt genäht und dann in vier verschiedenen Programmen simuliert und geguckt, wie die abweichen. Und das ist tatsächlich ziemlich nah dran, kann man so sagen. Also natürlich ist es so, dass wenn man einen Rock hat, dann fällt die Falte mal woanders und mal hier. Aber das ist auch so, wenn man den Rock mehrmals anzieht, dann sieht es jedes Mal ein bisschen anders aus. Aber insgesamt kann man auch ziemlich genau sehen, wie das Teil am Ende aussieht. Es werden trotzdem noch physische Muster hergestellt. Also die Idee ist nicht so ganz, dass man das komplett ersetzen kann, aber halt vielleicht von 7 auf 1 reduzieren kann. Aber um sie ganz rauszunehmen, da fehlt auch noch ein bisschen das Verständnis darüber, wie überhaupt 3D gelesen werden kann, weil das auch ganz viel ist, was in Trainings wichtig ist, wenn man also so ein Teil in 3D sieht, wie sitzt das jetzt tatsächlich, kann man dem vertrauen, und da trifft man oft auch tatsächlich auf Misstrauen, dass Leute sagen, aber da sind ja total viele Falten drin und das muss irgendwie verändert werden, und sie versuchen das zu stylen und ändern den Schnitt und am Ende kommt das Teil raus und sieht dann auch in echt ganz anders aus und man sagt so, ja, du hast deinen Schnitt verändert, weil du wolltest die Falte weg haben, aber wir brauchen die Falte in echt als Bewegungsfreiheit. Und also es ist teilweise ein ganz andere Anspruchshaltung daran, wie das in 3D aussehen soll, und manchmal vergessen Leute, dass man auch in echt Falten auf einem Teil hat, weil es sich bewegen muss, und dass jetzt hier eine Falte fällt, die ist halt wichtig, damit ich die Jacke dann auch wieder zumachen kann. Aber das sind so Prozesse, wo ganz viele erstmal durchgehen müssen von, aha, dieses Teil sieht irgendwie anders aus, als ich dachte, wir verändern das, oh, okay, jetzt sieht es irgendwie doch anders aus, und am Ende landen sie meistens auf, naja, da muss der Schnitt geändert werden. Also viele Leute denken, ah, es sieht nicht so aus, wie ich dachte, dann ist 3D nicht gut, aber oft kommt eben raus, dass die Schnitte eigentlich gar nicht so gut sind und dass die Passformen mal dringend überprüft werden müssen. Das kommt dann manchmal so bei solchen Sachen raus. Genau, also insgesamt schon sehr vertrauenswürdig. Man muss aber erstmal lernen, dieses Vertrauen tatsächlich aufzubauen. Und das ist ganz großer Bestandteil in meinen Trainings. Also wir machen auch manchmal Workshops, wo wir wirklich einen Teil in echt physisch nähen und simulieren, damit die Leute das nebeneinander sehen können und sagen, ja, das ist ja tatsächlich so. Dann kann ich dem vertrauen. So. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie so Tragegefühl zu simulieren oder also gerade bei Bewegung oder so? So, das gibt es in dem Maße, dass man sich so Spannungen anzeigen lassen kann. Also wenn man das Teil schon am Körper hat, dann kann man also kann man gucken, wie die Spannungen sind. Das wird dann als Wärmekarte angezeigt, wo es rot wird, ist es am engsten. Das gibt so ein bisschen Informationen darüber, wie eng das Teil jetzt am Körper sind. Aber das ist natürlich, ja, man kann nicht den Avatar fragen, wie fühlst du dich denn und ist das schön weich. Also ne, wir können so ein bisschen Passform überprüfen, wie eng das tatsächlich wäre. Oder dann eben guck mal die Pose ändern und sehen, aha, spannt es jetzt irgendwo. Genau, also das ist viel wert und gibt Informationen. Aber was wir natürlich nicht machen können, ist, wie sich das auf der Haut selber anfühlt, ne? Also ob jetzt ein Stoff weich ist. Aber dadurch, dass wir bei der Stoffdigitalisierung meistens schon den Stoff selber physisch als kleines Stückchen haben, kommt da meistens diese Information daher. Und so muss es dann so ein bisschen zusammengesetzt werden, welche Informationen man hat. Danke nochmal für deinen Vortrag. Gibt es denn aus irgendeiner Richtung Bestrebungen, die Dateien oder die Kommunikationsmittel zu vereinheitlichen? Ja, zum Glück. Das geht immer noch ein bisschen langsam voran, aber das wurde inzwischen tatsächlich langsam verstanden, dass das wichtig ist und dass viele Unternehmen auch sagen, hey, wir können nur mit 3D arbeiten, wenn uns die 3D-Hersteller auch entgegenkommen und da sich ein bisschen öffnen. Es gibt tatsächlich jetzt für Stoffe auch ein Open-Source-Format. Das wird bisher allerdings nur von der Firma verwendet, die das auch erfunden hat. Danke, aber gut. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Firmen, die sich da sehr sperren und tatsächlich nicht so
offen sind für Kooperation und sagen, ja, aber das ist ja die Konkurrenz, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ich glaube aber, dass da inzwischen die großen Modeunternehmen langsam so viel Kraft und Überzeugung ausüben können, dass die 3D-Programmhersteller da ein bisschen mitziehen müssen und sagen, okay, dann gehen wir jetzt eine Partnerschaft ein mit unseren Konkurrenten, was sie natürlich eigentlich nicht wollen, aber so langsam passiert das. Ich habe, glaube ich, am Anfang falsch verstanden, welche Konkurrenz du meintest. Genau zu dieser Frage, übrigens die Phänomenologie-Frage, mit dem fand ich eben auch richtig erhellend, vielen Dank. Ist es jetzt die Softwarehersteller? Sind es die Softwarehersteller, die Konkurrenz haben oder die Klamottenverkäufer? Weil offensichtlich sind es alle und vielleicht kannst du da die Nuancen noch mal kurz klar machen. Ja, also ganz klar, die Konkurrenz ist überall und alle sind Konkurrenz. Also natürlich untereinander die Modehersteller, die sich nicht in die Karten gucken lassen wollen, wie weit sie tatsächlich schon mit 3D sind. Also oft wird erklärt, ja, wir machen 3D und so viel Prozent und nächstes Jahr ist unser Ziel, 100% 3D zu haben. Aber manchmal ist das auch einfach nur, dass okay, alle Teile sind hergestellt und welche werden jetzt nochmal in 3D gemacht, damit wir am Ende sagen können, dass so und so viel in 3D gemacht wird. Also da wird oft nach außen natürlich viel mehr aufgebauscht, als tatsächlich im Innern passiert. Und die 3D-Programmhersteller sind auch in Konkurrenz miteinander, weil es da tatsächlich gar nicht so viele gibt. Und manche haben sich zum Beispiel mehr spezialisiert auf Großunternehmen und manche haben sich mehr spezialisiert auf Freelancer, einzelne DesignerInnen, die damit schnell arbeiten können. Viel geht da über Preismodelle, dass wenn man sagt, okay, Studierende kriegen einen Rabatt und man kann das im Monatsabo kaufen, dann ist das ein sehr einfacher Einstieg in 3D, um es einfach mal auszuprobieren. Und andere sagen, okay, uns gibt es aber nur für Unternehmen, für Großunternehmen, das sind andere Preise, dafür sind wir ein bisschen technischer aufgestellt und können ein bisschen besser skalieren und das Ganze im größeren Rahmen machen. Genau, also Konkurrenz überall, zusammenfassend. Auch noch eine kurze Frage. Wie wäre das denn, also zum Beispiel gibt es sicherlich Dinge noch zu kritisieren, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ganz viele Kleidungsstücke so hergestellt oder getestet werden, dass die dann plötzlich alle die also ähnlichen Fehler hätten, gibt es da was zum Thema Bias oder also so Kritik in der Richtung, also wenn es jetzt so weitergehen würde, sozusagen ein bisschen utopisch gedacht. Was für einen Fehler könntest du dir vorstellen, was die dann alle hätten? Also zum Beispiel mit dem Stoff hattest du erwähnt, dass der immer dann gleich weich ist sozusagen. Oder auch mit den Falten, dass immer in die gleiche Richtung optimiert wird, was eben abgebildet werden kann. Genau, und bestimmte, also weiß ich nicht, ob man alles so sehen kann sozusagen. Genau. Also tatsächlich gibt es noch ein bisschen verschiedene Ansätze, wie Unternehmen an 3D rangehen. Also spontan fällt mir ein, oft gibt es von einem Teil verschiedene Varianten in verschiedenen Farben. Und in 3D ist das üblicherweise, dass man sagt, okay, ich habe das Teil jetzt in einer Farbe gemacht, das ist perfekt drapiert, das Styling ist fertig und jetzt mache ich einfach alle anderen Farben und die haben exakt dasselbe Styling. Es ist wirklich exakt dasselbe Bild, bloß in verschiedenen Farben. Das ist so der übliche Weg. Und es gibt aber auch Firmen, die sagen, na, aber es soll jedes ein bisschen anders aussehen und das soll so ein bisschen bewegt und ein bisschen chaotisch. Und das heißt, die sind darauf ausgelegt, dass jedes Bild ein bisschen anders aussehen soll, als ob das jetzt wirklich auch ein anderes Teil wäre. Also da gibt es teilweise ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, was so die Optik und das Styling angeht. Bei Stoffen, manche Firmen sagen zum Beispiel, wir wollen gar nicht jeden einzelnen Stoff digitalisieren. Wir haben einen kleinen Katalog von Standardstoffen und wenn jetzt ein neuer reinkommt und der ist so ähnlich, dann nehmen wir einfach den wir schon digitalisiert haben und das wird dann schon passen. Auf diese Weise kann man sich natürlich sehr viel Zeit sparen, was diese Digitalisierung von den Stoffen angeht. Aber ist vielleicht am Ende nicht ganz so zuverlässig, was den Stofffall angeht.
Und das kann schon passieren, gerade am Anfang, wenn Unternehmen anfangen, dass sie erstmal nicht in die Technologie investieren oder Leute schulen wollen, um wirklich selber die Stoffe zu digitalisieren, sondern auf diese Standardbibliotheken zurückgreifen. Und das kann natürlich dann schon sein, dass Sachen sehr ähnlich aussehen, weil alle auf denselben Standardstoff zurückgegriffen haben. Aber ich glaube, je ernsthafter Unternehmen das angehen, umso mehr investieren sie eben auch und sagen, okay, wenn wir wirklich unsere Anprobe auf dieses 3D-Teil basieren wollen, dann muss auch der Stoff wirklich genau der sein, den wir am Ende benutzen. Also muss genau dieser Stoff digitalisiert werden. Und dadurch entstehen dann schon auch Unterschiede zwischen den Firmen, würde ich sagen, ja. Okay, dann vielen Dank an dir, an euch und bis morgen oder bis heute Abend beim Party.